herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallo. Und der Warhuna. Jo. Du hast mir gerade einen Auftrag erteilt. Hm? Wasser nachfüllen. Hm. So wie bei den Gewächshäusern als auch bei den Tieren. Genau, Gewächshäuser wollte ich ja sowieso machen. Aber jetzt gucke ich gerade mal bei den Tierchen auch vorbei. Das ist schön, dass du dich freiwillig um die Tiere kümmerst. Ja, klar. Die Enten brauchen nicht viel. Da könnten wir mal, warte mal, da gibt's was zu kaufen. Ich weiß noch nicht, ob man das abholen muss. Bei Diverses kann man eine Entenwanne kaufen. Mhm. Mhm. Bei Anhängern. Also bei den Werkzeugen. Schwarz nehmen wir nicht, das heizt sich zu arg auf. Zink. Zink ist okay. Ach, hier Entenwanne. Moment. Kostet 60 Euro und... Ne, warte, da gehen nur 100 Liter mehr Wasser rein. Was soll denn das? Ne, brauchen wir nicht. War nur ein Gedanke. Hätte das jetzt 1000 Liter oder so mehr gebracht, dann wäre schon sinnvoll. Und dann kannst du damit ja das den Bunker verdoppeln, sozusagen. Wo hast du denn die Eierkartons hin? Oder hast du die noch drin gelassen? Drin gelassen. Okay. Ich hab die nicht angepasst. Ja, zwei sind ja vorhin fertig gewesen. In der letzten Folge. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles. Na, irgendwie. Matrische im Rückwärts. Ah, du hast auch, Ding Futter oben reingestellt, das ist sehr gut. Hm. So. So, in Thumbnail. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Thumbnails mache, einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Dann findet ihr dort ein Tutorial dazu. Habe ich auch nur gemacht wegen dem lieben Tigerfarm. Der hat nämlich gefragt, wie machst du denn die? Kannst du mal ein Tutorial machen? Du hast es mir schon mal gesagt, aber das war länger her. Ja, das ist auch immer trotzdem ein bisschen schwieriger zu erklären und dann zu wissen, wo finde ich welche Funktion. Da ist es dann doch schon angenehmer, wenn man das als Video hat und dann vielleicht auch mal kurz zurückspulen kann und nachgucken. Ja. Oder wie viel Wasser geht denn hier rein? Das komplette Fass ging rein. Also nicht das Fass, sondern 8000. So, mache ich gerade das Fass hier nochmal voll. Die Kühe sind erstmal wieder versorgt insoweit. Deine Apple-Folge sollte spät kommen. Deine Apple-Folge. Heute nicht, gestern. Vorgestern. Nein, vorvorgestern. Ja, ich meine jetzt. Am Dienstag. Ja, wo wir aufnehmen. Genau, die habe ich verpeilt gehabt. Kam die jetzt gerade raus? Ah ja, da ist sie hochgeladen. Genau, die habe ich verschwitzt gehabt. Aber passiert halt manchmal. So, warte mal, ich werde dann den Anhänger noch an den Akkuliner ankoppeln, dann kann ich mit einem Mal hochfahren. Gut. Also bisher sieht es mit dem Internetkran schon gut aus. Das freut mich für dich. Danke. So, ich fahr mal gerade jetzt hoch zu den Gewächshäusern, ne? So, war ziemlich gut. Was ist denn da los? 30 MS? Was? Verschreiß mich. Funktioniert das jetzt wieder oder was ist da los? Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung.
Warte. Ja, das müssen wir gleich. So. Aber der Weg da hoch zu den Gewächshäusern ist immer so weit. Dafür bräuchte man eigentlich fast einen Fast Truck. Großtraktoren, Fast Truck, 310.000. Gut, lassen wir mal auf der Seite liegen. Genau. Behalten wir uns aber mal im Hinterkopf. wobei, wir, wenn wir gleich Ding Schweinefutter verkaufen. Aber dann sollten wir uns erstmal das andere notwendige Equipment kaufen. Oder wir können uns halt den kleinen kaufen. Der fährt auch 70, gell? Nee, 60. Also wenn, dann würde ich schon auf den großen gehen. Oder wir holen uns einen Tatra. Ist auch eine Variante. Eigentlich schon, weil mit Zugmaul hinten. Da könnte man schon auch zum Beispiel sehen, glaube ich. So, warte mal. Acht. Ja. Sämaschine kannst du dran machen. Dann geht auch die Maschine. So, warte mal. Dann kaufen wir uns einen Tatra, der kostet nämlich auch nur 100. Warte. 121. Ja. 20.700. Und vielleicht sogar noch eine andere Farbe. Das mit Sicherheit. Oder je nachdem. Ja, ich würde es schon machen. Aber ist die Frage, welche Farbe? So. Keine Ahnung, was gibt's denn? Ist halt. Es ist eine Standardform. Schau mal. Das ist aber eigentlich völlig egal. Das ist ja nur eine Designfrage. Dieses Goldpulverblau sieht gut aus. Ja, zum Beispiel. Würde ich nehmen. Also zwei Gewächshäuser waren nicht mehr mit Mist gefüllt. Vielleicht kannst du ja mal auf den Kontostand gucken. Gleich ist 12. Kannst mal sehen, wie viel Geld wir reinkriegen. Drei Gewächshäuser nicht mehr befüllt. Nee, voll viele Gewächshäuser sind nicht mehr befüllt. Jetzt habe ich zu viel in die ersten reingehauen. Das ist schlecht. Ja, wir haben knapp, wir haben ein bisschen über 1.000 bekommen. Euro. Hm? Ja, es kann sein, dass das hier noch nicht gezählt wird. Nee, wenn du es gerade eben erst eingeführt hast, dann nicht. Och nee, der scheiß Hubwagen hier. Es war nur ein Gewächshaus noch befüllt. Hm? Okay. Ich kriege jetzt auch gar nicht alle voll. Mit dem Wasser meinst du? Nee, mit Mist. Okay, ja. Ich glaube, eins habe ich jetzt nicht voll gekriegt. Gut, ich schreibe mal, vielleicht kommen wir nochmal ran. Eins ist nicht voll. Naja, ist trotzdem gut. Es läuft so langsam alles und die Gewächshäuser haben uns schon gut Geld gebracht. Also das muss man schon so sehen. Wie viel ging in die Gewächshäuser rein? 4.000, ne? 5.000. Das ist doof. Dann muss ich fast nochmal hier hochgurken. Nee, müssen nicht. Es war einfach praktisch, hier jetzt direkt noch ein Wasser mitzunehmen. Dann muss man nicht zweimal hier hochfahren. Also die Wassertanks
Tanks sind noch zu 3000 Liter voll. Über 3000. Das ist gut. Ja, das heißt, wenn wir jedes Mal nochmal Wasser mit hochnehmen, wenn wir Mist einfüllen, dann passt's. Wir haben jetzt auch schon 7700 Liter Gülle. Ja. Es fängt schon langsam an, dass wir uns bald einen Güllefass kaufen können. Müssen. Ich denke, wir sollten Kühe noch ein bisschen expandieren. Also da noch ruhig noch ein bisschen mehr kaufen. Mhm. Also ich würde sagen, erst den Tatra. Der Jürgen hat doch gesagt, er hat hier alle Wassertanks aufgefüllt, gell? Ja. In dem einen hier waren gerade mal noch 100 irgendwas Wasser drin. Wow. Hier sind es 3000. Und da wird mir gesagt, ich arbeite nicht. Ich bin traurig! Heul nicht. Kriegst du eine gewatscht, dann weißt du, warum du heulst. Böder Warona. War früher so. Du heulst? Warum heulst du? Ist kein Grund. Hier hast du eine. Jetzt hast du den Grund. Nee, war echt oft so. Wegen sowas heult man nicht. Gut, dann fahre ich schon mal gerade wieder zurück. Das ist doch toll, dass du schon fahren kannst. Ich darf sogar. Ich auch. Dreirad? Nein. Nee. Fünfrad. Was sagt denn der Haferpreis? Ich bin am Schauen. 1060. 1060. Also wir würden 117.000 minus kriegen durch den Auftrag. Mhm. Das ist voll assi, ey. Das nein, ist es ist von der Spielmechanik her völlig in Ordnung, aber damit habe ich halt nicht gerechnet. Vor allen Dingen, das ist vor allen Dingen die komplette Menge minus gerechnet wird dann. Ja, zum einen geht dir der Auftrag. Ja, der Auftrag geht dir flöten, die 33.000. Dann musst du noch 117 draufzahlen und die Ware ist ja gerade mal 120 wert. Ja. Dann machst du am Ende 3.000 plus. Toll. Aber vielleicht warten wir einfach mal, bis der Haferpreis on top ist. Vielleicht steigt er ja noch auf, was weiß ich, wie viel Tausend. Dann passt's wieder. 1 Milliarde. Hast du schon mal abgetankt? Ja, einmal. Okay. Ich bin ja selbstständig. Ja, ich würde gleich kommen und dann mal nachtanken. Abfahren. Nee, das kann ich selber. Was wollte ich denn machen noch? Könntest du einen neuen Auftrag machen? Ah, die Eier wollte ich mal noch rausholen. Ja. Ah, hier gibt es übrigens auch so eine Palette, gell, glaube ich. Paletten. Genau, hier hinten eine Transportpalette gibt's. Da könnte man theoretisch. Oh, die gibt's in gebraucht und neu, lol. Da könnte man theoretisch die ganzen Eierkartons draufstellen und dann mit dem Stapler wegfahren. Weil die Palette hat auch Spanngurte. Mhm. Ach, scheiße, jetzt habe ich die Kiste bewegt. Oh, es gibt Motor, meine Teaching Update. So, du füllst den Raps gleich ein, oder was machst du? Mhm.
Ich mache mal gerade den Dünger da noch in den Big Pack. Können Sie sich etwas zurückhalten? Gut, meine Teaching Mod wurde abgeupdatet. Besser funktioniert. So. Wie ging das jetzt hier mit dem. Mit dem. Gar nicht. Ausschalten B. Nein, dass der hier Big Packs produziert. Ach, du musst weggehen, ja? Hast du gesagt? Die Maschinen müssen weg sein. Die Maschinen müssen weg sein, so ein Schmarrn. Und dann musst du wieder einsteigen in das Teil, oder was? Genau, das ist anfängt. Ah ja. Hat funktioniert? Nee, okay, dann nicht. Läuft. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles und bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ciao.